Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Start in eine neue Woche. Herzlich willkommen mit dem finalen Lauf aus Kalifornien der Pro Truck Serie. Wir haben uns tatsächlich mit dem letzten Lauf hier fürs Finale qualifiziert und wir wollen natürlich jetzt im Finale natürlich nochmal die Punkte holen. Also der letzte Part, letzte Teil kommt quasi in einer neuen Woche. Eigentlich habe ich gesagt, überlegt, machen wir es vielleicht so. Aber da haben wir schon 24 Minuten drauf gehabt auf der Uhr. Deswegen dachte ich mir, jetzt machen wir nochmal die letzten paar Minuten einfach so. Müssen wir nicht so eine ewig lange Folge machen. Gut. Gut, viel Glück heute. Gib dein Bestes. Ja, zum Start in der neuen Woche. Mit dem großen Finale aus Kalifornien. Die Ampel ist rot. Oh, das kann ja sein. Wir haben 6 Minuten Zeit jetzt gerade nochmal was aufzuholen. Dann können wir morgen quasi in eine neue Serie starten. Also konzentrieren wir uns hier noch zu Ende heute. Halbzeit haben wir jetzt dieses Rennen. Dann führen klar zu noch in vorne. Die Zeit auf 3,5 Sekunden mittlerweile. Wir haben in dieser Runde 13 verloren. Wir müssen schneller werden. Ja, also ich will hier mal so viel noch ein bisschen liegen lassen. 2,4 nur noch. Aber Hauptsache Vorsprung, das ist das Wichtigste. Jacko, die Hose, wir haben den aufgeholt. Yes. Und weitere 25 Punkte gehen auf unser Konto. Das ist der erste Platz.
Sauber, wenigstens das haben wir geholt. So. Mexiko, Regen und dann nochmal Kalifornien, USA. Aber da ja, sind auch wieder dieselben paar Strecken. Aber gut, wir kriegen das schon hin irgendwie. Diesmal der Lauf außenrum. Volle Strecke. Naja, kriegen wir schon hin. So, Lauf 1. Insgesamt sind es wieder 10 Runden auf dieser Strecke. Ich glaube, den Modus, den muss ich nicht nochmal erklären. Es geht gleich los. Gib heute dein Bestes. Guckt das Rennen, dann wisst ihr genau, wie das läuft. Also, wie gesagt, wir müssen jetzt noch in die ersten 4 kommen, um ins Finale zu qualifizieren. Das ist erstmal zack. Mach dich bereit. Macht natürlich nicht einfacher. Eine Runde noch bis Finale, liebe Leute. Letzte Runde, gleich weiter. Finale. Das ist der erste Platz.
So. Letzter Lauf. Also der finale Lauf in Event Nummer 5. Gut, das geht gleich los. Konzentrier dich. Die Ampel ist rot. 6 Rundchen nochmal an. Da hat gerade einiges erwischt an Autos, sondern mich auch. Ich habe ein bisschen Zeit, haben 6 Sekunden, also muss auf jeden Fall vorne nicht gezittert, um diese 4 Sekunden nach vorne. Das war damals quasi selber ein bisschen verzettelt. Wo sind nur 7 Fahrer drin? Ah, der eine ist raus. Okay. Noch 7. Weit in Gefahr. Du hast in dieser Runde 4 Plätze verloren. Lass dich nicht ablenken und konzentrier dich. Ja, Thema Säge gestern. Das Finale verkackt man. Das sind zwei blöde und zum Beispiel der letzte Fehler. Der war unnötig. Der war richtig unnötig. Viel zu linken Fahr. Und die Karre lässt sich dann nicht mehr auf die Seite legen. Auf die Räder legen. Innen und außen. Auto innen. Alter. Auto außen. Du hast in dieser Runde 5 Plätze aufgeholt. Ich soll eh letzter werden. Thank you.
Beim nächsten Mal holen wir uns den Sieg. Zwei Strafen, wenn wir es durchfällt, durch gewesen. Siebter sind wir sogar am Ende gewonnen. Ja, letzter, sag ja, die 10 Sekunden Zeitsprung. Sind immer noch Erster. So, letzter Teil, Kalifornien. Ich hab's mir gerade selber ein bisschen kaputt gemacht. Muss ich sagen. Zweite Zeitstrafe, sonst hätten wir es wahrscheinlich sogar gepackt. Naja. Jetzt wieder alles gut zu machen. Lauf geht's. Letzter, vorletzter Lauf. Ich werde mir alles ansehen. Viel Glück fürs Rennen. Danke. Bereit. Finale, komm. Dann der letzte Lauf für diese Woche.
Wunderbar. So, wie gesagt, letzter Lauf. Jetzt okay, Augen auf die Strecke. Letzter Lauf, die Ampel wird gleich grün. Viel Glück fürs Rennen. Danke. Rot, mach dich bereit. Die letzten 6 Runden. War mir so klar! Der drückt mich raus und ich krieg die Zeitstrafe, oder? Ey, komm schon, weißt du? Der drückt und hau mich weg und... Du hast diese Runde 4 Plätze abgeben müssen. Auto aus. Auto innen. Ja, herzlich Glückwunsch, du bist der Erste gewonnen. Das Ding hat er gewonnen. Aber da hat er mir den hat er mir gekostet, den Bären, glaube ich, wenn er mich da geklaut hat. Ja, die 4 Sekunden werde ich nicht mehr gut machen. Ich muss jetzt auch wieder dran kommen. Also klar, jetzt kommt jetzt auch nicht nochmal rein, so schnell ran. Ah, oh, nervt mich doch nicht! Wegziehen.
Mann! In Ordnung. Schließ damit ab und mach weiter. Deswegen hat er echt gewonnen mit seinem scheiß Ramada, ey. Ich war 3-6 weg, aber dann hat er nochmal aufgeholt, richtig. Komm. Ach ja, brauchst mir nicht sagen, wie ich sah. Okay, dann war's das. Jetzt hängt er wieder und sagt mir jetzt lange nicht, wie lange Dritter geworden, wie so eine Kacke, weißt du. Da hat er mir echt den Sieg gekostet, der Sack, Junge. Der nämlich schön in die Wand gedrückt hat und ich auf dem Dach gelandet bin. Naja. Weiß ja schon drüber. Ich hoffe, wir haben das Ding gefunden. Nee. Das ist zumindest meine Hauptsache. Ja, wie dem auch sei. Hauptsache, wir haben gewonnen. Das ist alles. Das ist erstmal das Wichtigste. Wow, das war wirklich gut. Du bist der Landrush-Weltmeister. Bei diesem Motorsport, wo es auf Power und Entschlossenheit ankommt, hast du allen bewiesen, was in dir steckt. Du hast die von Menschenhand geschaffenen Wüstenarenen in ganz Amerika gebändigt. Du hast Schläge abbekommen, Verletzungen überstanden, ausreichend Erde gekostet und bist dennoch siegreich hervorgegangen. Hey, das ist super. Gut, dann starten wir morgen rein in den Rallycross. Und ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Es wird nämlich noch ein bisschen was zu tun. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben danach den Rallycross. Wir haben dann die Historic Rally. Und dann nochmal die Triple Crown am Ende noch. Also wir haben noch ein bisschen was zu fahren. Naja, den Teil sehen wir uns dann ab morgen an. Tschüss.